Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. Leute, es gibt eine neue Energiequelle bei Motel. Leute, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, Leute, könnt ihr gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Ich werde zu diesem Thema auf jeden Fall noch mehrere Videos machen. Und hier sehen wir die Energiequelle, Leute. Sie ist gestern erst aufgetaucht und meine Theorie ist auf jeden Fall, dass diese Energiequelle noch größer wird, beziehungsweise zu einem Riss wird, genauso wie in Lonely Lodge. Bei Lonely Lodge war ja genau das Gleiche. Da war erstmal eine Energiequelle da und am nächsten Tag war ein Riss vorhanden. Hier sehen wir auf jeden Fall den Riss, von dem ich gesprochen habe, in Lonely Lodge, Leute. Und hier war auch vor einigen Tagen einfach nur eine Energiequelle. Und diese Energiequelle ist jetzt weg. Und hier sind ein paar Leute, deswegen muss ich erstmal ganz kurz hier die Leute töten. Die Energiequelle hat sich in einen Riss verwandelt. Und wie gesagt, ich denke, dass sich dann an mehreren Stellen auf dieser Map solche Risse bilden werden. Und am Ende der Season 4 kann ich mir gut vorstellen, dass dann alle Elemente von der Map in diese Risse gerissen werden, könnte man sagen, oder gezogen werden. Und dass die Map sich dann auflöst und dass vielleicht eine neue Map entsteht. Denn man spekuliert ja auch, dass es eventuell bald eine neue Map geben soll. Eine Wüstenmap. Und ich könnte mir das alles gut vorstellen. Wäre auf jeden Fall gar nicht mal so unrealistisch. Also Leute, schreibt gerne mal eure Theorie in die Kommentare, ob das hinkommt oder nicht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn es neue Risse gibt, neue Energiequellen gibt. Abonnieren nicht vergessen, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis dann, Leute. Haut da rein und ciao.